Ja, auch schönen guten Tag miteinander. Eigentlich wollte ich euch ja da jetzt heute das neue Update zeigen, das wir gestern noch installiert haben. 2022.40.4.2, was da alles neu ist. Und lustigerweise, unter Versionshinweis zeigt er überhaupt nichts Neues an. Höhere Effizienz beim Aufladen, Radiosender-Logos, Fahrertürentriegelungsmodus. Hat er alles schon in der letzten Version gehabt. Aber es hat da schon wieder ein neues Update. Jetzt eigentlich gerade kurz danach, nachdem wir es installiert haben, ist jetzt schon wieder eins da. 2022.44.2. Und ja, ich würde sagen, wir installieren jetzt das, weil genau. Und dann würde ich sagen, schauen wir nachher mal, was neu ist, weil glaube ich, dem Punkt 2 ist jetzt gar nicht neu gewesen, aber das ist jetzt ein neues Punkt 2. Und wie ich gehört habe, ist 2022.44.25 das wäre dann das Weihnachts-Update. Das sollte vermutlich auch bald kommen. Da ist immer ein guter Zeitpunkt da, wenn ein Update installiert. Da kann man da schön den Bildschirm reinigen. Das ist immer sehr praktisch. Dann muss man nicht in den Reinigungsmodus, dann ist er da schon im Reinigungsmodus. Also wenn es wirklich mal langweilig wird, dann könnt ihr da einfach zuschauen, wie er installiert. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich lasse das hier installieren und dann schauen wir nachher, was neu ist. Bis später. So, immer noch am Warten da. Jetzt schreibt er: Aktualisieren Autopilot, Fahrassistenz und Dashcam deaktiviert. Bis zur Fertigstellung nicht fahren. Ja, dann warten wir noch ein bisschen, wenn wir noch nicht fahren können. So, jetzt kann es sich so eigentlich nur noch um Minuten handeln. Jetzt sagt er da: Stellen-Update fertig, Fahren deaktiviert, bis zur Fertigstellung nicht fahren. Ist jetzt da schon bei 80%. Komisch ist, die Musik läuft, die kann man auch über die App aktivieren und deaktivieren, aber Klima kann ich irgendwie nicht aktivieren. Die läuft auch nicht. Spannend. Vorher hat er sogar mal das Lenkrad kurz bewegt. Während dem Update machen da. Update fertig. Fahrzeug startet neu. Seid ihr in der App. Da immer noch das gleiche. Jetzt startet er neu. Cool. Dann sollten wir nachher bald ready sein, hoffentlich. Oh, jetzt müssen wir dann langsam pressieren da. Meine GoPro hat irgendwie ein Akkuproblem, so wie es aussieht. Die halten immer wieder an. Jetzt mal schauen mit dem neuen Akku. Ich habe jetzt mal den Akku gewechselt. Ich hoffe, jetzt kommen wir mal da durch bei dem Video. Genau. Update ist jetzt installiert. 2022.44.2 sieht man auch schon die News. Lustig ist, auf dem Handy zeigt es das anders da in der App. Da zeigt es beide Neuigkeiten unter 2022.44.2 an. Und im Handy nur den Wächtermodus und dann separat unter 2022.44. Da der Language Support, also die neue Sprachunterstützung. Stimmt, im Handy ist es Englisch. Language Support ist auf Englisch. Und das andere ist auf Deutsch, der Wächtermodus. Lustig. Genau. Und wechseln tut er auch nicht. Einmal. Hä? Jetzt geht's. Komisch, vorher ist es nicht gegangen. Jetzt auch, jetzt wechselt es. Auch nochmal ein Bug, gut. Ja. Neue Sprachunterstützung ist thailändisch. Das haben sie natürlich, weil sie jetzt diese Woche den ersten Store eröffnet haben in Thailand. Genau, den kann man jetzt neu auch Teslas kaufen, aber bis dahin nicht können. Dann müssen wir importieren. Und im Wächtermodus haben wir neue Einstellungen. Da können wir schnell anschauen, unter Sicherheit.
Wächtermodus, da kann man jetzt neu die Videolänge einstellen. 1 Minute, 2, 3, 5 oder 10 Minuten. Ich denke, ich lasse es auf 3 Minuten, das ist super. Plus kann man noch auf kamerabasierte Erkennung einschalten. Das heisst, wenn es wendet wie vorher, dann müsst ihr da noch auf kamerabasierte Erkennung einschalten. Sonst reagiert er nur auf Erschütterungen, also Einbruch und so, wenn er irgendetwas erkennt, dass jemand ums Auto umschleicht. Also respektive, wenn es auch anlangt. Ich probiere das auf jeden Fall noch genauer aus mal für euch, wie man das auslösen kann. Und mit der kamerabasierten Erkennung, das ist eigentlich wie vorher, sobald jemand durchläuft und eine Kamera irgendetwas bewegen erkennt, fangen sie an aufzuzeichnen. Das ist ja bei uns auf öffentlichen Plätzen nicht erlaubt, darum nehme ich das wieder raus. Kann man rein tun, wenn man sich an einem ganz unsicheren Ort befindet, sonst würde ich das nicht machen. Das ist auch eben eigentlich verboten in Europa, an öffentlichen Orten. Und was noch neu ist, seht ihr da oben, das ist der SOS-Notrufknopf. Den habt ihr jetzt neu an da oben. An emergency call has been triggered. To cancel it, use the display screen. The emergency call has been cancelled. Jetzt habt ihr das auch mal gehört, also ich kann ihn da schön starten. An emergency call has been triggered. Nur to im Notfall. It, use the display screen. Hat man the emergency call has been cancelled. Hat been cancelled. Ich habe ja oben den SOS-Button und neu habe ich den SOS-Notruf-Button auch da im Menü drin. Der war vorher nicht da. Unter Sicherheit. Genau. Und neu auch da oben. Das heisst, die haben dann eigentlich immer in Zugriff. Die neueren haben ja den Knopf da oben nicht. Die kommen ohne den Button. Ich tue den noch einblenden. Genau. Und wahrscheinlich das intuitiv ist für die, die ein neues Model 3 oder Model Y haben und dann einmal in einen Salz einsteigen, dass sie da den Knopf auch haben und dann da auch können auslösen können. Ja, ist gut, wenn es gehört. To cancel it, use the display screen. Ja. The emergency call has been cancelled. Genau. Schön immer ausreden lassen, das ist super. Genau, das sind alle Neuerungen soweit. Hauptsächlich eigentlich da der Wächtermodus und Thailändisch, die dazugekommen sind. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich noch schnell schauen, ob da die Model X-Pläde jetzt angekommen sind im Bassersdorf schon oder nicht. Ich hoffe, es ist noch genug hell, bis ich dort bin. Und falls sie dort sind, würdet ihr das sicher im nächsten Video sehen. Und genau, den ganzen Wächtermodus da probieren wir auch mal noch aus. Ich habe jetzt mal auf 3 Minuten eingestellt. Mal schauen, wie lange da die letzten Clips waren. Habe ich da überhaupt Dashcam-Clips? Wie lange sind die vorher gewesen? Dashcam. 10 Minuten. Das war noch länger als 10 Minuten. Ja, krass. Ja, der hat also immer 10 Minuten 49 Sekunden hat er also immer aufgenommen vorher. Mal schauen, wie das dann mit 3 Minuten ist. Ja, das wäre es von dem neuen Update. Dann muss ich langsam pressieren da und wünsche allen noch ein schönes Tag. Peace, bis zum nächsten Video. Die Pläne sind noch nicht gekommen. Model Y nur, hä? Nur ein graues Model Y. Da haben sie noch keine.